Mein Bizeps brennt, wenn ich dich seh, weil ich heute in die Muckibude geh. Das ist ein E. Bonnie E. Ist zu E. Ach, zieh. Ach, moin! Hey, was kann ich für dich tun? Bisschen pumpen! Kein Problem. Einmal bitte die Mitgliedsnummer. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, du... 5, 6, 7, 8. Die Mitgliedsnummer besteht nur aus 4 Ziffern. 19, 11, 12. Du bist noch gar kein Mitglied, oder? Nee, bin ich nicht. Das ist gar kein Problem. Wenn du das erste Mal hier bist, darfst du ein Probetraining umsonst mitmachen. Geil, ey. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du was bekommst umsonst, nimm es. Denn sonst ist es bald nicht, sonst ist es, kostet es bald was. Zieh dich doch bitte um und dann können wir starten. Ach, umziehen vergessen. Alright, magst du mir noch deinen Namen verraten? Sandra. S-A-P-M-A-L-A. Sandra. Okay, Sappmaler. Hast du schon ein bisschen Erfahrung, was Krafttraining, Fitness und so angeht? Ja, voll. Ich habe letztens ein Angebot bekommen für eine Werbung. Als Model für eine große Fitnesskampagne. Okay, wow. Und als was haben sie dich gebucht? Ich sollte das Vorher-Model spielen. Keine Ahnung, was das heißt. Alright, nice. Dann, bevor wir anfangen zu trainieren, müssen wir uns erst ein bisschen hot machen, bevor wir an die Geräte rangehen, ja? Klar, kein Problem. Hast du eine Idee, was man da machen könnte? Die Heizung anmachen, den Kamin anmachen. Eins muss man dir lassen, Humor hast du. Ja. Also, was kann man machen, um seinen Körper ein bisschen warm zu machen? Jacke anziehen. Okay, Witze jetzt mal beiseite, jetzt wollen wir ein bisschen uns fokussen auf das Training, ja? Komm, come on! Come on, Sandra, wie können wir unseren Buddy hier im Gym ein bisschen zum Sweaten bringen? Okay, Sandra. Erste Übung, leg dich mal auf den Rücken. Aber keine falschen Gedanken jetzt, wenn hier so ein sexy Girl auf dem Rücken liegt, ne? Ich werde versuchen, mich zusammenzureißen. Ja, versuch mal. Wird nicht so einfach sein, mit meinen sexy Reizen dich zu... Sandra, können wir uns bitte auf das Training fokussen? Boah, ey, du bist doch angefangen mit Anschwitzen und sich gegenseitig hot machen und so. Also, erste Übung, ein bisschen hot zu werden. Rumpfbeugen, ja, schöne Sit-Ups. Runter in die Position. Okay, hier muss es ziehen. Ja, okay. Und auch gleich 5 Stück? Soll ich nicht erst mal mit einem anfangen? Ich bin mir sicher, du schaffst 5, ja? Okay. Ready, focus. Und come on, pump it. Come on. Come on, push it. Pump it, come on. Pump it, push it, come on. Come on, push it, pump it. Pump it, pump it, pump it. Boah, ey. Kannst du mal Deutsch reden? Ich verstehe kein Wort. Das ist Englisch. Das ist Fitnessstudio-Sprache. Ein bisschen motivierender. Pump it! Ich kann das nicht. Das ist zu schwer. Okay, Sandra, da ist gerade ein Kunde gekommen. Take your time, Sandra. Push it noch ein bisschen, ja? 5 Sit-ups, du schaffst das, okay? Ich bin gleich wieder da, ja? Come on, push it! Pump it, come on! Grüß dich, Jürgen. Hallo. So, wie sieht's aus, Sandra? 2! Ah, okay, ich sehe, du bist definitiv hot and ready. Ich bin sowas von hot, da kann kein wie Jenna einpacken. Next Step Level, okay? Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist ein schöner Beinbeuger. Hier kannst du schön die Beinmuskeln trainieren, schön die Beine zerstören, ne? Alles klar, ja. Kurzer Witz, um die aggressive Stimmung ein bisschen aufzulockern, ja? Was war eigentlich die Lieblingsübung von Jesus im Fitnessstudio? Kreuzheben. Weil er am Kreuz genannt. Ich weiß, ich fand's nur nicht besonders lustig. Ich würde... Kannst du kurz mal mitkommen? Da ist schon wieder die Polizei. Du schreist immer so laut. Ich bin gleich wieder da, ja? Fokus und dann push it, pump it, okay? Gut, ich komme sofort. Lass es los. Boah, ey. No longer mine.
Genau, und dann schön Hähnchen mit Reis. Hähnchen mit Reis musst du, genau. Schön pumpen. Du, ich rufe dich gleich zurück, ja? Ich muss einmal kurz. Genau. Bis gleich. Ja? Push it! Okay. Ciao. Hey, was machst du? Ich bin schon mal angefangen. Mach das bitte nicht, ja? Okay. Wir machen was Einfacheres. Muskelaufbau, okay? Come on. Schön pumpen, Sandra. Schön pumpen. Schön Masse ballern. Schön. Come on. Push it. Pump it. Come on. Push it. Masse ballern. Come on. Pump it. Und wieder locker lassen. Schön. Stabil, Sandra. Stabil. Nice. Alright. Ich glaube, ich muss jetzt echt los. Aber wir sind doch gerade erst... Ich würde ja gerne noch ein bisschen pumpen. Aber ich muss... Alright, wie du meinst. Ich komme auch gleich wieder. Nächsten Donnerstag. Schön. In 4 Monaten. Gut, und denk dran, wenn du am Pumpen bist, schön Hähnchen mit Reis. Ne? Und ohne Präparate keine Resultate, ja? Push it, come on. Alles klar. Kleine Frage noch zum Abschluss. Was ist der Unterschied zwischen Kevin Volta und Jesus? Sandra, ich... Jesus hatte das breitere Kreuz. Du hast Hausverbot. Nein, Gott sei Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, lieber Jan, dass wir hier drehen dürfen bei dir in Westerbomber Janthaus. Guck da gerne mal vorbei. Paddy, du Tier, danke für deinen geilen Körper. Liebe Grüße, schaltet unbedingt wieder ein. Hier finde ich dir irgendwo das nächste Video und bleibt gesund. Tschüss.